Ich will heute mal über Gerechtigkeit reden. Jeder kennt es, Gerechtigkeit. Die Superhelden wollen Gerechtigkeit. Die Polizei will Gerechtigkeit. Der Staat will Gerechtigkeit herstellen. Aber was ist Gerechtigkeit? Und was ist unser Fehlschluss? Also warum erkennen wir die Gerechtigkeit nicht als das, was es ist, sondern ja, verfälschen diese Gerechtigkeit? Wir sehen Gerechtigkeit im Sinne von materiellen Dingen. Er hat so viel Geld, also sollten alle so viel Geld bekommen. Oder jeder sollte seinen Anteil abgeben. Oder er hat das bekommen, ich will das auch bekommen. Gerade bei Menschen, mit denen wir uns leicht vergleichen, in der Familie zum Beispiel oder Freunde, zu denen wir eine engere Beziehung haben, mit denen vergleichen wir uns gerne und sehen uns quasi in ihnen, weil sie einen ähnlichen Lebensweg haben, vielleicht ein ähnliches Alter haben. Und dann wollen wir Gerechtigkeit. Dann sagen wir, warum ist das Leben so ungerecht? Warum haben die anderen es besser? Aber was ist Gerechtigkeit wirklich im spirituellen Sinne? Gerechtigkeit heißt einfach, dass das Leben allem einen Sinn gibt. Und dass das Leben einen Ausgleich findet auf verschiedenen Wegen. Und wir sind so auf diese materielle Ebene bezogen und haben uns auf diese materielle Ebene so fixiert, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass es auch andere Dinge gibt, die zu diesem Ausgleich, zu dieser ausgleichenden Gerechtigkeit führen. Manche Menschen werden krank, manche Menschen leben unglücklich, manche Menschen haben eben weniger Geld. Manche Menschen können mit dem wenigen Geld gut umgehen, manche können mit dem vielen Geld nicht gut umgehen. Manche Menschen werden in eine Krise gestürzt und fühlen sich dann ungerecht vom Leben behandelt, nur um dann aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Sie haben dann Einsichten in das Leben erlangt, die andere Menschen überhaupt ihr ganzes Leben nicht erlangen. Und das ist ein großer Vorteil für diese Menschen im Rest des Lebens. Und andere Menschen leben so weiter und merken irgendwann, dass irgendwas fehlt. Sie wissen aber noch nicht, was. Sie haben sich vom Leben immer gerecht und gut behandelt gefühlt. Und am Ende fühlen sie etwas am Ende vom Leben oder was weiß ich, in der Mitte schon ihres Lebens, dass da irgendwas fehlt, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und das ist auch eine Art von Gerechtigkeit. In Facebook und in anderen sozialen Medien hört man oft von Karma. Also dieses asiatische Wort Karma, dass alles einen Ausgleich findet. Es ist zwar sehr missbraucht so ein bisschen, es wird oft für Ego-Trips und für dem anderen schaden wollen benutzt, aber im Prinzip sollte man sich schon darauf beziehen, das Leben findet einen Ausgleich. Alles in einem Leben macht einen Sinn, wenn man einen Unfall hat, wenn man wenig Geld hat, wenn man das Gefühl hat, andere bekommen mehr als ich. Das macht alles einen Sinn und am Ende findet das Leben einen Ausgleich, einen gerechten Ausgleich. Aber Gerechtigkeit nicht im Sinne von, du wirst auch mal im Endeffekt in der Summe am Ende deines Lebens so viel Geld verdient haben wie der andere. Nein, du wirst am Ende auch so viel Erfolg haben bei Freunden, bei Frauen, bei deiner Familie. Du wirst am Ende so viel Streit mit deiner Familie gehabt haben wie der andere auch. Also in der Summe ist es gerecht. Nein, davon rede ich nicht. Ich rede von anderen Gerechtigkeiten. Ich rede von kleinen spirituellen Dingen, von Krankheiten, von emotionaler Reife, von Erfahrungsschätzen, Erfahrungswerten, der Möglichkeit, Dinge im Leben zu erfahren, um quasi den wahren Sinn des Lebens dahinter zu erkennen, um dann erfüllt zu sein, ohne Dinge von außen bekommen zu müssen. Es gibt also so viele verschiedene Formen von Gerechtigkeit, dass wir bitte aufhören müssen, diese Gerechtigkeit im klassischen Sinne anzuwenden und uns mehr auf diese spirituelle Gerechtigkeit konzentrieren. Und wenn das passiert, dann geht dieser Groll, dieser Hass, die Eifersucht quasi weg von uns und wir können quasi mit einem natürlichen, gesunden Gefühl vor Gerechtigkeitsgefühl leben. Und das ist für uns alle gesünder, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.